Ciao zusammen. Im heutigen Video geht es um Antennen, primär von den FR-Sky-Empfängern. Bei den XSR, das sind die kleineren, neueren, aber die mit den zwei Antennen, ist die Abdeckung dort, wo die Isolation weggenommen worden ist, auf eine Fünftel vor Wellenlänge ausgelegt und nicht bei zum Beispiel der X4R auf eine Viertel. Im ersten Moment ist das eine relativ kleine Änderung und sieht nicht sehr tragisch aus. Aber wer gegen Flüge kann merken, dass relativ viel früher der Empfang schlechter ist oder sogar RSSI-Signal Warnungen kommen, dass das Signal tief ist. Ich habe das selber gemerkt. Ich habe zuerst nicht realisiert, an was das liegt, bis ich das Video gesehen habe vom Stingy und vom Stil. Dort oben ist das verlinkt, wo sie das gegeneinander testen. Und schlussendlich näher auch eben die vom XSR tunen, sodass sie gleich guten Empfang sollten haben wie vom X4R. Da der XSR eher für kleinere Kopter ausgelegt ist, kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass das eine Beschissung von FR-Sky oder so, weil für in der Halle und so weiter lenkt das auch. Und möglicherweise, aber da begebe ich mich jetzt stark in Gebiete, die ich selber nicht wirklich kenne, kann sogar sein, dass wenn es mehr Reflektionen von dem Signal gibt, dass vielleicht ein Fünftel vor Länge besser ist als ein Viertel. Da aber Kopter gerne kleiner werden, auch die, die wir draussen fliegen und leichter, denke ich, setzen heute sehr viele Leute XSR auch auf den ganz normalen Quad, so wie ich bei denen hier oben. Und dort ist es doch gäbig, wenn man mehr Range hat. Wie dass man das macht, seht ihr jetzt im Video, das ist nämlich ziemlich einfach. Noch eine kurze Anmerkung. Man stellt die Wellenlängen auf eine halbe Wellenlänge einstellen und nicht auf eine ganze. Weil eigentlich könnte man sich überlegen, ja, auf die ganze Wellenlänge ist besser. Da hat man vielleicht so viel abisoliert, also fast die ganze Antenne. Warum macht man das nicht? Anscheinend ist es das so, dass man gezielt die halbe Wellenlänge nimmt. Wenn man sich jetzt hier die Wellenlänge wirklich als Sinuskurve vorstellt, interessiert einem ja zwischen hier und hier, also sprich in der Mitte der Wellen, die Differenz. Ist ja ausschlaggebend, dass man das Signal bekommt. Hier gibt es ja Veränderungen. Wenn man das ganze Signal abgreift, sozusagen, kann sich das gegenseitig oder tut sich das sogar wahrscheinlich gegenseitig auflösen. Darum, höchstens halb, in den meisten Fällen braucht man ein Viertel. Jetzt wenn wir das hier anschauen, dann müssen wir jetzt messen. Das sind hier bei 25, 26 mm. Und ideal ist 31, das ist so der Durchschnittswert für 2,4 GHz. Ja, ich werde das hier mal abmessen. Dann seht ihr immer einen kleinen Zeitraffer, wie man das gut entsprechend abschneiden. Was wichtig ist, falls ihr das noch nie gemacht habt, das Kabel hier, alle die Empfängerkabel funktionieren so, dass in der Mitte, in diesem Plastikröhrchen hier innen, ist der eigentliche Draht von Sender. Das Schwarz ist aber nicht nur eine Plastikhülle, sondern dort drunter ist es ein Mesh, also ist es ein Gitterli, blöd gesagt, das ganze feinmaschiges, enges Gitterli, das als Isolation, also als Faradayscher Käfig sozusagen funktioniert. Dann sollte man jetzt besser Empfang haben und weiterkommen. Natürlich muss man das bei beiden Antennen noch machen, dass das am besten funktioniert. Etwas Neues und was nicht so oft vorkommt, ich packe in diesem Video einen Brief aus. Und zwar habe ich den von einem coolen YouTuber bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr den jemand kennt. Er war eine Zeit lang bei Flytest. Von dort aus kenne ich den. Und er macht jetzt wieder mehr selber Content. Er macht
extrem unterhaltsam, finde ich, und sehr gute Bauvideos. Der hat einfach Freude an RC von Hovercraft, Auto mit Flügeln, Flugzeug aus Lego, alles Mögliche. Der tut einfach seine Passion, er baut RC-Stuff. Und für alle die, die ihn bei Patreon supportet haben, mit 5 Dollar oder mehr, schickt er ihnen, also ich weiß nicht, ob das Gänger macht, aber den allen hat er einen Kleber geschickt und hat also tatsächlich das auf sich genommen und in die Schweiz einen Kleber geschickt. Der hat mir gar nichts gezahlt oder so, für das ich für ihn Werbung mache, aber ich finde das echt cool. Ich schaue seine Videos sehr gerne und kann es nur empfehlen. Schaut mal rein, ist wirklich cool. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war informativ für euch. Bei Fragen oder Kommentaren gerne unten in die Kommentarspalte damit. Und jetzt bleibt mir nicht mehr viel anderes zu sagen als viel Spass an der Fasnacht. Merci fürs Zuschauen. Ciao zusammen.